Entschieden wurde für Basel. Ich würde die beiden gerade ansagen. Ich habe gesagt, ich würde auf die ansagen. Nein, du hast jetzt fast Pascal gesagt, sage ich, die beiden Künstlerinnen. So. Gut, Nico, kein Problem. Ich brauche kein Moderationskettchen. Ich, meine Damen und Herren, ich bin professionell, ich bin vorbereitet, ich weiss alles über das Moderieren. Die Frage ist, was macht eine gute Moderation aus? Ich sage es gerne. Und zwar, meine Damen und Herren, muss man sich zuerst mal richtig ausrichten, positionieren auf der Bühne. Dann kommst du am besten hier hin. Im Lien ist da. Ja, genau. Ja, du machst es mit. Immer Künstlerinnen und Künstler ins Zentrum stellen, nicht mit sich selber. Ich möchte aber betonen, dass ich alle Eigenschaften mitbringe, um erfolgreich zu moderieren. Ich bin charmant, ich bin schlagfertig, ich habe die Bühne abgegeben. Es geht jetzt hier nicht um mich, sondern um die beiden nächsten Künstlerinnen. Trotzdem möchte ich aber sagen, das ist weitermachen. Obwohl ich die Swiss Talent Award gewonnen habe. Dominik, den haben wir aber gewonnen, das ist ewig lang. Was interessiert von mir? Ich nehme diesen Job nicht auf die vierte Schulter. Es ist eine grosse Ehre, jetzt die nächsten beiden Künstlerinnen dürfen anzusagen. Sie haben einen super Namen, sie heissen... Schon sollte die Auswendung lernen, hä? Nico, ich würde die Gleichstandsmoderation geben. Super. Dankeschön. Das ist so schön, wenn ich mal das moderiere. So, die erste Künstlerinnen. Und aus dem Auge, aus dem Sinn ist so mein Motto. So. Ich sage die nächsten beiden Künstlerinnen an.